Jo Leute, was klappt? Ich bin's, euer Enrico Italien. In diesem Video gibt's mal geheime Orte in GTA 5, die du vielleicht noch gar nicht wusstest oder auch kanntest. Und ich würde mich echt freuen über 5 Likes bei diesem Video. Schaffen wir die 5 Likes oder auch 6 Likes? Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem Video. Auf dem 10. Platz haben wir einen Ort, der die ganze Zeit vor unserer Nase war. Dazu müssen wir einfach diesen Cargo-Bob nehmen und ein Fahrzeug auch daran packen. Am besten ein X80, nicht ein D20, der schafft das Ganze nicht wirklich. Dann müsst ihr das Fahrzeug auf dieses Dach transportieren mit diesem Cargo-Bob und müsst es dann abfallen lassen. Und dann begebt ihr euch genau dorthin, wo ihr auch gerade das Ganze mit Gott gesehen habt, und ihr werdet feststellen, wenn ihr dann reinfahrt mit dem X80 am besten, seid ihr auf diesem Dach, in dem Dach, also richtig heftig auf jeden Fall. Ich denke mal nicht, dass ihr diesen Ort schon in GTA 5 kanntet und damit kann auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Auf dem 9. Platz haben wir auch eine Secret Location, die auch richtig heftig ist. Dazu seht ihr schon die Location, wo sich das Ganze befindet. Dazu braucht ihr erstmal ein Straßenfahrzeug, müsst das Ganze so hinparken an die Location, nimmt einen Insurgent und parkt den genauso hin, wie ich es auch gerade im Hintergrund mache. Wenn ihr das dann getan habt, dann müsst ihr aussteigen. Das Ganze ist natürlich auch solo, dann müsst ihr einfach nur an diese Wand hinspringen. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr euch dann hinlegen und werdet dann in diese Location rein teleportiert. Was ihr dann einfach machen müsst, ist super easy und super einfach. Ihr müsst einfach nur ein bisschen geradeaus laufen und werdet feststellen, dass ihr eine heftige Aussicht habt über ganz GTA 5, die ihr so noch gar nicht oder hundertprozentig noch nicht gesehen habt. By the way, falls ihr euch noch in Rennen verbessern wollt, zum Beispiel in den ganzen GTA-Rennen, dann könnt ihr einfach mal jetzt auf das i klicken und dann mein letztes Video anschauen, da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Aber weiter zur Location. Ihr seht doch gerade im Hintergrund, was für eine schöne Aussicht man hier hat. Man sieht hier wirklich die Maze Bank, man sieht sogar fast den Mount Chiliad da hinten. Also die Aussicht ist hier wirklich perfekt. Ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Es kostet ja nichts und das Ganze ist ja auch nicht illegal oder so. Dafür werdet ihr auf jeden Fall nicht gebannt, wenn ihr da andere Spiele auch nicht abfuckt. Ihr könnt da natürlich auch andere Spiele abfucken, ist ja ganz klar, mit der Autobahn, wenn ihr da runterschießt, aber das müsst ihr ja nicht machen. Kommen wir auch schon zum 8. Platz. Da seht ihr schon die Location. Das Ganze ist oberhalb vom Hafen. Ich denke mal, jeder von euch wird den Hafen in GTA 5 kennen. Und ihr seht auch gerade, dazu müsst ihr, oder ich empfehle euch, dazu in die Ego-Perspektive gehen. Das Ganze funktioniert auch sehr gut, wenn ihr da eine Waffe nimmt und dann sehr gerade hinzieht. Am besten findet ihr die Mitte von dieser Mauer und lauft dann ganz langsam herunter. Das Ganze muss wirklich oder sollte sehr langsam sein, damit ihr da nicht raus teleportiert werdet. Mir sehr oft passiert, aber wenn ihr das Ganze dann richtig macht und auch konzentriert macht, dann werdet ihr es genauso schaffen, wie ich es auch gerade im Hintergrund geschafft habe. Ihr seht auch gerade, was mir wieder eine schöne Aussicht hat. Man sieht hier wirklich Dinge, die man so noch nie in GTA 5 gesehen hat, gerade auch von einer anderen Perspektive aus. Und ich finde auch, das Ganze sieht wirklich sehr, sehr strange aus, aber auch sehr geil aus. Und da kann man auf jeden Fall coole Fotos machen. Aber auch bei dieser Location empfehle ich euch, keine anderen Leute abzufacken. Und hier kann es auch sein, dass ihr manchmal sterbt, wenn ihr dort in diese Location euch begeht. Am besten wechselt ihr dann einfach die Lobby mal, dann müsste das Ganze wieder funktionieren. Auf dem 7. Platz haben wir da schon eine etwas bekanntere Location, die aber immer noch sehr geheim ist und die immer noch nicht alle GTA-Spieler wissen, denke ich mal. Nämlich dazu braucht ihr einmal ein Motorrad, das müsst ihr dann an die Stelle hin platzieren, wo ihr es auch gerade im Hintergrund gesehen habt. Und die Location habt ihr auch gerade im Hintergrund gesehen, wo das Ganze sich befindet, nämlich bei diesem Haus. Und dann müsst ihr nichts weiter tun, außer auf dieses Motorrad drauf zu klettern. Und dann werdet ihr nochmal klettern und ihr werdet feststellen, dass ihr dann in diesem coolen Haus drin seid und ihr habt da dann wirklich ein sehr cooles Panoramadach, wo ihr dann auf jeden Fall sehr viel Spaß auch haben könnt. Was ihr da macht, ist natürlich auch wieder euch selber überlassen, aber ich empfehle auch wieder bei dieser Location, keine anderen Leute abzufacken. Diese Location dient lediglich dazu, dass man zum Beispiel Selfies oder auch zum Beispiel Verstecken spielen kann mit seinen Freunden oder dass man an Orte hingelangt, wo man sonst gar keine Möglichkeit hätte, dorthin zu kommen. Für den 7. Platz braucht ihr einmal ein Mule oder ein sehr hohes Fahrzeug und am besten diese Location, denn dort funktioniert das Ganze am besten oder funktioniert das Ganze einfach. Und ihr seht ja auch gerade, wo sich das Ganze befindet, hier bei diesem Autobahnkreuz. Da könnt ihr von der Straße kommen und dann fahrt ihr in diesen Tunnel rein und parkt den LKW oder den Mule, wie auch immer, dann so hin, wie ihr es auch gerade im Hintergrund seht. Und dann müsst ihr nichts weiter tun, außer ein bisschen nach vorne zu laufen und dann einfach mal nach vorne klettern. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann auf diese Mauer dann drauf klettern könnt und dann klettert ihr einmal nochmal nach oben und dann seid ihr schon in der Location drin. Dort habt ihr auch wieder die Möglichkeit, sehr coole Fotos auch zu machen. Ihr seht auch wieder, ihr könnt andere Leute nicht abfacken. Das ist das Gute an dieser Location, auch das Schlechte, wie auch immer, aus welcher Perspektive man das Ganze natürlich auch sieht. Aber man hat ja auch wieder eine wunderschöne Aussicht, gerade auch, dass man hier so eine Straße hat, die nichts führt, finde ich sehr cool. Ich denke mal, nicht jeder von den GTA-Spielern hat schon mal so eine Location in GTA 5 gesehen, gerade die zum Beispiel auch sehr oft Missionen auch machen. Man kann aber, wie gesagt, an dieser Stelle nicht andere Leute abfacken, das finde ich persönlich das Gute an dieser Location. Andere Leute können euch aber von unten abschießen, das bedeutet, ihr müsst da aufpassen, denn von unten sieht man eure Füße und wenn man dann eure Füße trifft, dann kann man euch abschießen und auch töten. Für den 6. Platz braucht ihr nichts weiter, außer einen Heli und vielleicht die Maze Bank, das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Ihr könnt das Ganze aber auch ohne Maze Bank machen. Ihr könnt euch aber an der Maze Bank auf jeden Fall orientieren, denn ich denke mal, jeder von euch wird wissen, wo die Maze Bank in GTA 5 ist. Und dann springt ihr einfach von diesem Heli raus und am besten habt ihr dann auch einen Fallschirm gleich parat. Den werdet ihr auch gleich öffnen und ihr werdet dann ganz langsam auf dieses Gerüst gleiten und ihr werdet dann auch feststellen, dass ihr dann auf diesem Gerüst auch stehen könnt. Von dort aus habt ihr wirklich eine super schöne Aussicht über die Maze Bank oder auch über die Stadt in GTA 5. Ich persönlich habe diese Perspektive noch nicht in GTA 5 gesehen. Von dort aus kann
kann man natürlich auch andere Leute abfacken, ist ja auch ganz klar. Aber dadurch, dass ihr euch nicht in dem Warp Beach befindet, werdet ihr, denke ich mal, auch nicht dort gebannt. Denn eigentlich begeht ihr dort keinen Glitch, sondern ihr seid einfach nur auf diesem Gerüst gelandet. Bei Platz Nummer 5 bin ich mir nicht ganz sicher, ob das von Rockstar Games so gewollt ist oder auch nicht, weil das Ganze so easy ist. Ihr habt doch gerade die Location dazu gesehen im Hintergrund und ihr müsst nichts weiter tun, außer dann in dieses Haus reinzulaufen, nämlich da, wo die Türen sind. Und ihr werdet dann abracadabra in diesem Haus drin sein und könnt dann den Alamo-See betrachten oder auch zum Beispiel auch coole Fotos machen oder eure Freunde verarschen, wie auch immer. Lasst euch was einfallen, ich finde es trotzdem ziemlich cool. Falls ihr jetzt dachtet, was sind das für lame Locations, keine Sorge, jetzt kommen richtig kranke Locations. Da auf jeden Fall auch Props an meinen Bro Stanaske, der die Location auch aufgenommen hat. Leider habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, diese Location nochmal aufzunehmen. Deswegen hier nochmal Props an meinen Bro Stanaske. Wenn ihr auf das Ekel Content zu seinem Video, das auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar hat er herausgefunden, dass in North Yankton überall diese Spinnennetze sind. Wenn ihr dann nochmal den Kontrast ändert, werdet ihr auch feststellen, dass dort Aliens auch sind. Und diese Spinnennetze führen auch zu diesem Alien. Ist auf jeden Fall krank. Und was noch viel kranker ist, wenn man in dieses Abflussrohr reinläuft, wird man so ein komisches Auge schnell sehen. Dieses Auge ist aber nicht die Sonne, sondern ein wirkliches Auge, das vielleicht von Mount Chiliad kommt. Vielleicht hängt ja dieses Auge mit dem Mount Chiliad sogar zusammen, denn das Ganze sieht wirklich aus wie ein Auge. Ihr seht doch gerade, wo die Sonne sich befindet und wo das Auge sich befindet. Und das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich strange und man kann auch reinzoomen, man sieht dort sozusagen das Universum. Ob das Ganze jetzt zusammenhängt mit dem Mount Chiliad Mystery ist hier nicht bekannt, aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass, dass sowas in North Yankton existiert. Ihr kennt ja auch sicherlich alle das Altruisten-Camp, habe ich ja auch schon mal in dem Video angesprochen. Und wenn man jetzt zu einer bestimmten Tageszeit dann mal in diese Richtung, wo auch ein Mann steht, einfach mal mit einer Sniper hinein zoomt, dann wird man einen roten Kreis feststellen. Was dieser rote Kreis jetzt bedeutet oder ob dieser rote Kreis auch wieder mit dem Mount Chiliad Mystery zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber es deutet auf jeden Fall stark darauf hin und ihr seht auch gerade, es gibt mehrere Locations, wo auch wieder Augen abgebildet sind. Gerade wenn man auch Sachen explodieren lässt, durch zum Beispiel Haftbomben, wird durch den Ruß der Schatten dann wieder von diesem Auge dann wieder sichtbar sein. Aber Rockstar Games hat ja selber gesagt, dass es in GTA 5 wirklich Unmengen von Easter Eggs gibt, die wirklich sehr schwierig sind zu lösen und die auch sehr lange brauchen, um das Ganze zu lösen. Von daher ist es immer wieder mal so, dass man Schritt für Schritt dann zu diesem Easter Egg kommt. Auf dem zweiten Platz haben wir auch ein sehr cooles Easter Egg oder auch eine sehr geheime Location, die euch vielleicht noch so gar nicht aufgefallen ist. Ich denke mal, jeder von euch wird diesen Van in GTA 5 kennen, der ist nichts Besonderes. Dort ist halt ein Hai, der etwas isst. Was aber ziemlich besonders an diesem Van ist, ist, dass dort ein UFO ist, das leuchtet. Wir wissen ja alle, dass in GTA 5 ein UFO existiert unter Wasser, das abgestürzt ist. Ihr seht auch gerade, die Location von diesem UFO auch ist sehr, sehr im Norden von der Map und ist auch unter Wasser. Wie gesagt, da müsst ihr am besten dann mal hinschwimmen. Das könnt ihr auch im Online-Modus betrachten, falls ihr das wissen wollt. Und ihr werdet aber auch gleich feststellen, dass ihr dort nicht reingehen könnt in dieses UFO und dass das UFO auch nicht leuchtet. Egal zu welcher Tageszeit, dieses UFO wird nicht leuchten. Aber was will uns das Rockstar Games damit sagen? Ich meine, sie haben dort einen Van, wo ein UFO unter Wasser leuchtet. Wir haben aber unter Wasser nur ein UFO, das aber abgestürzt ist und das eigentlich nicht leuchtet. Was ist aber jetzt in diesem UFO drin? Diese Frage habe ich mir sehr oft gestellt, auch auf der Old Gen. Ich meine, dieses UFO war ja auch schon auf der Old Gen verfügbar oder hat man dort auch schon gekannt, aber man wusste halt nie, was dort in diesem UFO drin ist. Hier habe ich auf dem PC die Möglichkeit mit Mods, dass ich dort in dieses UFO reingehen kann. Dort ist aber nichts Besonderes. Ich sehe dort irgendwie nur ganz viel Staubpartikel vom Meer oder vielleicht auch irgendein Universum, das man in diesem UFO einfach sieht. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es einfach nur Staubpartikel oder irgendwie Sand vom Meer ist, also ganz normale Dinge halt, die im Meer so drin sind, aber sonst nichts Besonderes. Unter der Map, unter diesem UFO ist eigentlich sonst nichts Besonderes. Man sieht halt ganz normal die Form von diesem UFO eigentlich, aber die größte Frage ist halt immer noch, was hat es sich mit diesem UFO auf sich? Keiner weiß genau, warum dieses UFO unter Wasser ist und keiner kennt die Hintergrundgeschichte von diesem UFO. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Mysterium. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Favoriten von diesen geheimen Orten in GTA 5, nämlich dazu braucht ihr einfach einen Mule oder einen Dune mit einer großen Fläche und den müsst ihr dann mit Chrom lackieren. Wie gesagt, am besten PC oder PS3, wo man halt ein Modmenü benutzen kann. Und ihr seht auch gerade, dass auf dieser Statue eigentlich nichts Besonderes ist. Und bei vielen Locations in GTA 5 ist das Ganze auch gleich, nämlich bei diesem Chrom spiegelt sich GTA 5 wieder. Und somit kann man immer wieder neue Locations in GTA 5 erkennen oder auch neue Easter Eggs. Falls ihr noch einen gemoddeten Account habt, bis zu 700 Millionen und coolen Farben, coolen Outfits, könnt ihr mal gerne in die Videoschreibung vorbeischauen. Ich sag gleich noch was an der Endcard und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao mit V, bis gleich. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, andere Videos von mir anzuschauen oder zu abonnieren. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Ciao mit V, peace.